Oh Mann. Hier irgendwo Lehm oder irgendwelche Gegner. Ich würde gerne mal diese Bienen und sowas sehen. Das wird interessant. So, hier muss ich nicht hin. Da auch nicht. Alter, was? Muss ich mich überall irgendwo mal mit der Zeit in die Erde bauen oder was? Du sollst da hoch, verdammt! Achso, ich muss nach oben drücken, damit er sich da festhält. Oh. Sonderwünsche. Ist was. Ich könnte mich an den Ranken festhalten. Immer diese Augen. Ständig ist er drinne. Warum nur? So. Ein lilaner Schleim. Ist der lilaner Pink? Also von der Farbe her, nicht von den Namen. So, hallo, ich brauche Lem. Habt ihr Lem gesehen? Da ist ein bisschen Lem. Aber nur ein bisschen. Besser als gar nichts. Wie mit Kleingeld oder sowas. Irgendwer hat Kleingeld, schmeißt er was aus dem Portemonnaie irgendwo weg. Total sinnlos. Wenn du das mal zusammenzählst, was du dir da mit der Zeit weggeschmissen hast. Weggeschmissen, ja. Oder mit dem Do, mit dem, ja, Dosenpfand. Pfand generell. Wenn du es einfach so hin wegschmeißt oder sowas. Weißt du, wie viel Geld da rumkommt? Weißt, eine Dose, Flasche, irgendwas hat 25 Cent, ne? Früher in der Schule, das ist auch schon ein paar Tage her, haben meine Kollegen auch immer ihre komischen Flaschen weggeworfen. Ich hab die mitgenommen. Da hatte ich schon mal ein bisschen Geld, war? Ich hatte ja kein Taschengeld und so. Warum auch nicht, wenn sie es wegschmeißen, einfach so. Ne, wenn sie sich da sowas leisten können. Zu faul sind, das wegzubringen. Soll mich mal nicht kratzen, so. Ey, ich will hier mal was finden. Dieser Stein sieht komisch aus. Was ist das? Eisenerz. Ich bin blöd, oder? Richtiges großes Stück Leben. Alles nur für mich. War da schon Dienst bei Erde? Weiß ich gerade gar nicht. So, das war's da jetzt. Yeah. Ja, oben ist noch eins. Ich muss jetzt trotzdem runter. Was mich wundert ist, ich habe noch keinen einzigen Stück Kupfer gesehen. So, mein Leben, das ist jetzt meins. Ich habe die Meteoriten noch gar nicht gesehen, darum lasse ich jetzt die Map auf. Da sieht
man hier am besten. Hey, jetzt wollte ich eigentlich nur ein bisschen Leben holen, jetzt gehe ich schon wieder stundenlang auf Wanderschaft. Ja, ich habe halt nicht so viel zu erzählen, mal wieder. Was mache ich so in letzter Zeit? Ja, ich zocke viel Rust, habe jetzt gerade keine Lust mehr so im Moment drauf, weil bei dem Server, da ist jetzt mal resettet worden wegen dem komischen Update. Was ich im Grunde ein bisschen scheiße finde, ist, dass da die Zombies jetzt weg sind. Finde ich nicht so pralle. Und die Tiere, die sind jetzt übelst brutal da und so, und ich habe davon aber noch nichts besiegt oder so. Und außerdem habe ich von einem Bug gehört, dass wenn man irgendwie Holz und Stein abbaut, also diese Holzscheite und ja, Stein, dass das dann irgendwie einen umbringt. Habe ich mal so mitgekriegt. Ach, da oben komme ich gar nicht raus. Alter, was mache ich denn hier? Wieso mache ich das eigentlich so schwer? Hm? Ach nee, da komme ich ja jetzt nicht mehr raus. Oder ich mach das so. Alter, Typ da oben rüber. War leichter, als wenn ich rumlaufen müsste, oder? Dann baue ich mir einmal so einen Weg und kann hier immer durchlaufen. Noch Fackel dahin und dann fertig. Zack. Gesehen. Ist lustig mit den Leuten von dem Server da. Da springen wir im TS mal miteinander. Das finde ich lustig, weil ich habe TS noch nie benutzt früher und jetzt benutze ich das auch mit dem Black Tree. Mit dem bin ich da ja unterwegs. Der hat mich da ja angeschleppt. Mehr oder weniger. Und die haben auch irgendwie sowas mit so einem Radiosender. Also es ist so ein kleines Internetradio. Das heißt Radio for Fun. Das ist deutsch. Also readyforfun.de, da ist ja, da macht der Blacktree jetzt auch ab und zu mal Musik. Der heißt ja Florian. Der macht da als Florian Musik. Und ich auch, als Koloss. Aber nur gelegentlich, wenn ich Zeit finde und so, wegen ich muss ja aufnehmen und rendern und arbeiten und hast du nicht gesehen. Wenn ich Zeit finde, mache ich da auch mal Musik. Also Feedback von den letzten zwei Sendungen, die ich da gemacht habe, also die ersten zwei Sendungen, die ich da gemacht habe. War schon nicht schlecht. Also die sind auch übelst cool drauf und so, und man kann da sich auch in dem Chat anmelden. Generell auf der Seite auch, dann kannst du Musikwünsche und so. Aber ich glaube, für meine Sendung gibt es da noch keine Musikwünsche oder so. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist da. Außerdem bin ich ja noch auf Probe. Ich glaube, Probe ist zwei Wochen oder sowas und dann wird geguckt oder so. Oder ja, wenn man sich gut tut oder so, dann ist man so ganz dabei. Ist halt so nur zum Spaß. Heißt ja Ready for Fun, ich meine. Habe ich so ein Programm bekommen von denen. Das habe ich hier drauf, damit ich das streamen kann. Da haben die mir erklärt, wie das mit dem Wechsel ist zwischen den Moderatoren. Und dann. Ja, ist total easy eigentlich. Macht total viel Spaß. Ich mache da gerne Musik, und wenn ihr mich da hören wollt, dann müsst ihr da einfach mal auf radioforfun.de gehen. Ich packe den Link auch nochmal in die Beschreibung, denke ich, wenn ich dran denke. Und dann guckt ihr mal einfach in Sendeplan, und wenn ihr da Koloss seht, dann bin ich das. Dann könnt ihr mir auch mal zuhören. Ihr solltet öfters reingucken auf der Seite, weil ich mich recht kurzfristig entscheide, was das mit den Dingens hier ist. Mit dem, wann ich sende und so, weil das ist manchmal doch ein wenig schwierig, sich weit vorher einzurechnen. Aber ich denke, dass ich Samstag meist machen werde, weil ich da meist Zeit habe. Da geht das am besten für mich. Habe ich dieses Stück hier noch gar nicht gesehen? Ich sehe das da gerade auf der Karte, dass ich das gerade alles
erst entdeckt, sozusagen. Ah, Geld. Ich würde gerne mal da runter gehen. Ach nee, da ist ja gar nichts. Jetzt habe ich schon gesehen, ich wollte nur Spaß machen. Spaß. Spaß ist witzig. Guck dir das an, infizierte Fische. Die habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen, ey. Ja, was? Da komme ich hier nicht wieder raus, oder was? Was wär's? Ich habe nur noch keinen verzauberten Spiegel. Dämonit. Sehr schön. Sollte mir eine Fackel aufstellen. Sehe ich nicht, wenn sie mich von hinten anfallen. Ich möchte mir doch gerne nochmal einen Hammer bauen oder sowas. Das wäre lustig. Es kann sein, dass hier während der Aufnahme mal meine Mutter auftaucht. Aber die klingelt unten und dann gehe ich dahin. Aber ich glaube nicht mehr, dass sie heute noch vorbeikommt. Die wollte mir nämlich meinen Fisch vorbeibringen. Ich habe mir ein paar Gases gekauft und ich habe keinen Platz in meinem Eisfach. Jetzt hat sie den bei sich im Eisfach. Jetzt will ich ihn wieder haben. Jetzt wollte sie gestern vorbeikommen, kam nicht. Heute kam nicht. Noch nicht. Wenn ich nochmal dran denke. Ich will meinen Fisch haben. Ich hab Hunger. Oh, wenn ich Fisch esse. Ich mag ja den Fisch. Pangasius hier. Ist mir eigentlich scheißegal, was ein Fisch. Fischi ist Fischi. Nee, ich seh's nicht. So. Ja, oh, komm, auf die Schnauze. Haben die mir eigentlich schon mal wieder was gedroppt, was interessant ist? Wie es aussieht, noch nicht. Nicht so richtig. Hier. So, weil ich das Zeug sowieso nicht brauche. Ja, immer schön geschmeidig bleiben. So. Dämonit. Das ist schon lustig. So, so, so und so und so. Was willst du tun, ha? Huh? Regen. Scheint aber nicht so wirklich dadurch. Was ist das da für ein Stein? Ich sollte nicht absaufen. Das war eine Katastrophe für mich. Ich hatte die Hoffnung, dass hier irgendwas Interessantes ist. Hier. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sollte ich den Wurmi besiegen. Oh Gott. Nicht ihn hier, sondern den anderen. Wenn ich hier drei Kugeln finde, dann mache ich den platt. Jetzt zumindest mal ausprobieren. Hallo, leg da doch mal den Scheißfackel drauf. Was willst du tun? Dann würde ich den hier hinten besiegen. Ja, komm mal die Schnauze, Mann. Nerv mich doch mal nicht hier. Komisches Viech. Es ist immer voll anstrengend aufzunehmen, weil man da sich viel mehr konzentrieren muss, als wenn ich so für mich spiele.
Ich muss auch darauf achten, dass ich keine Kacke erzähle, aber ich erzähle trotzdem immer gerne Kacke. Bitteschön. Ist jetzt irgendwas Interessantes? Nee. Nicht so wirklich. Ach, hab ich das zugemacht? Wenn ich jetzt runtersteige, dann habe ich verkackt. Ich möchte da hinten zwei Kugeln finden. Ach, ich sehe es ja jetzt auf der Karte alles. Sehr gut. Ich bin am Absaufen. Ob ich das nochmal hinkriege? Ja, hier, komm. Was? Alter, dann kann ich ja gar nicht da jetzt hingehen. Wenn diese Kack-Goblin-Armee jetzt von Osten kommt, wo ist Osten? In der Richtung. Kommen die da jetzt von oben runter? Gestürzt oder was? Das wäre natürlich sehr ulkig. Oder eiern die jetzt an meinem Haus rum? Jetzt halt die Fresse, Mann. Immer noch, halt die Schnauze. Immer Schnauze. Irgendwer von meiner Ausbildung immer Schnauze gesagt hat. So, was ist denn hier los? Seit wann kann ich hier in so einer Wand festbringen? Wie ist denn das? Ich komme nicht dahin. Wohin eigentlich? Kommen die jetzt hier in die Richtung? Die bei mir zu Hause und töten sie alle an dem Haus oder was? Muss ich jetzt zurücklaufen? Das schaffe ich doch nicht, das ist voll weit weg. Außer ich mache dann einen kleinen Cut rein. Bis gleich.